Umbrella Corporation, die Nummer 1 in der Hautpflege, bringt mit Regenerate einen Durchbruch in der Biotechnologie. Mein Name ist Alice. Ich habe für die Umbrella Corporation gearbeitet. Doch dann gab es einen Unfall. Und alle starben. Das Problem war, sie blieben nicht tot. Wer nach dem perfekten Menschen strebt, muss Opfer bringen. Es gab einen Zwischenfall. Wie schlimm ist es? Das Labor wird nochmal geöffnet. Ich will wissen, was sich da unten abgespielt hat. Sir, da drin ist was. Der Virus verbreitet sich schneller, als man es für möglich halten konnte. Schließen Sie die Tore. Aber unsere Männer befinden sich... Tun Sie es! Wir sind nur Versuchskaninchen. Man hat uns gerade geopfert. Jetzt müssen die, die zurückgelassen wurden, wir bringen dich nach Hause, sich einem Feind stellen, der stärker ist als der Tod. Was war das? Wir haben kaum noch Munition. Vorwärts! Ich bin gut. Aber so gut auch nicht. Irgendwas haben die mit mir gemacht. Irgendwas verändert. Ein Konzern. Nemesis läuft jetzt volle Kraft. Tut alles, um sein dunkles Geheimnis zu begraben. Du weißt genau, wie weit Umbrella gehen würde. Ich habe für die gearbeitet. Das war mein größter Fehler. Fertig machen zum Feuer. District 1, die Sicherheitszone, die wir nach dem Ausbruch der Infektion errichtet haben. Außerhalb dieser Zone ist London weiterhin unbewohnbar. Aber innerhalb von District 1 sind wir vollkommen sicher. Fast zu Hause. Wie alt bist du, Andy? 12. Tja, ich denke, damit bist du der jüngste Mensch im ganzen Land. Willkommen zurück in England. Dad! Dad! Ich hab euch so vermisst. Gott, ich dachte, ich würde euch nie wiedersehen. Gefällt's dir? Abgefahren. Dad, was ist mit Mom passiert? Der letzte Infizierte ist vor 6 Monaten gestorben. Wir waren vor 6 Monaten nicht hier. Major, wovor haben Sie Angst? Was, wenn es zurückkommt? Es kommt nicht zurück. Aber was, wenn doch? Wenn es zurückkommt, vernichten wir es. Code Red. Ich muss mich für diese Vorsichtsmaßnahmen entschuldigen. Das ist das Standardprotokoll beim Umgang mit Überlebenden. Ich will meine Kinder sehen. Starten Sie Code Red. Achtung, eine wichtige Durchsage. Diese Nachricht dient Ihrer eigenen Sicherheit. Unser Land befindet sich in einer Krise. Der Ausnahmezustand wurde ausgerufen. Falls Sie in eine bedrohliche Situation geraten,
ist es wichtig, dass Sie nicht in Panik ausbrechen. Oh, verdammte Scheiße! Um Himmels Willen, sein Arm ist ausgerissen! Versuchen Sie, unbemerkt zu bleiben, damit Sie nicht entdeckt werden. 2 Sekunden. Benutzen Sie Waffen zu Ihrer Verteidigung. Mann, nein, nicht meine 2. LP. Nein! Purple Rain? Nein. I Know the Times? Auf keinen Fall. Dire Straits. Gib Feuer. Oh. Und denken Sie dran, um die Angreifer aufzuhalten, müssen Sie ihnen den Kopf entfernen oder das Gehirn zerstören. Geht klar. Hey! Nein, das bringt nichts. Sind Zombies da draußen? Sag das nicht. Warum nicht? Weil das lächerlich klingt. Ich komme! Da sind sie! Jetzt Vorsicht! Haben Sie sich wehgetan? Shaun of the Dead, eine romantische Komödie. Ach, Gott sei Dank. Mit Zombies. Hallo Vivian. Guck mal, ich kann rückwärts fahren. Das will ich sehen. Hey, das ist ja fantastisch. Hallo. Hallo du. Vivian, alles in Ordnung? Hilfe! Die Behörden haben den Aus... Jeder, den sie töten, steht auf und beginnt selbst zu töten. Man kann sie nicht aufhalten. Anwohnern wird geraten, sich an einen sicheren Ort zu begeben. Wie ich soeben erfahre, beenden wir unser Programm und schalten um auf den Notsendebetrieb. Seht doch mal, da kommen noch viel mehr. Was wollen die ausgerechnet hier? Vielleicht haben sie es auf uns abgesehen. Irgendwann werden sie hier reinkommen. Unserem Baby passiert schon nichts. Ist nur eine Frage der Zeit. Es kommt gleich. Die finden schon einen Weg. Großer Gott. Lebt es in einem Dschungel? Nein. Sag doch ja, dann fliegt es nie raus. Oh. Ist es richtig schnell? Nein. Lebt es vielleicht in den weiten Ebenen Afrikas? Nein. Hey! Was ist da los? Bin gleich wieder da. Daddy, sei vorsichtig. Jerry? Steigen Sie sofort wieder ein! Bleiben Sie in Ihrem Fall! Schatz, alles in Ordnung? Kommt, wir verschwinden hier! Terry, was ist los? Passiert das weltweit? Kommen die woanders besser damit klar? Wissen wir nicht. Ich hab Angst.
Was glaubst du denn, sie kommen? Sie kommen. Fertig. Lauft, Leute, lauft! Kommt! Wir sind... Sie müssen uns helfen. Sie wollen, dass ich meine Familie im Stich lasse. Ich zwinge Sie zu nichts. Aber tun Sie nicht so, als wären Sie nicht der Richtige für den Auftrag. Liebling? Sag den Kindern, ich komme zurück. Daddy! Schatz! Keine Angst, ich komme wieder zurück. Weltberühmten Roman von Jane Austen. Freuen Sie sich auf die zauberhafte Verfilmung von Stolz und Vorurteil und Zombies. Mein ganzes Leben lang wurde ich auf das hier vorbereitet. Meine Töchter wurden für den Kampf ausgebildet, Sir. Nicht für die Küche. Eine Frau muss über profunde Kenntnisse im Gesang verfügen, im Tanz. Und in der Kriegskunst. Ich würde für einen Ring niemals auf mein Schwert verzichten. Für den richtigen Mann vielleicht doch. Der richtige Mann würde das nicht verlangen. Hast du Angst?